Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitcher zu einem neuen Animal Crossing Video. Ich habe schon mal ein Video gebracht, wo ich so ein bisschen meine Insel vorgestellt habe. Und jetzt werde ich mal meine aktuellen Bewohner vorstellen. Es sind nicht alle Serien, die für immer auf meiner Insel dürfen bleiben, weil die Fassade der Häuser einfach nicht gut aussehen. Ich habe meine Insel so ein bisschen im Pastellrosa Mint Thema machen, wie man schon zum Beispiel meine Hütte sieht, also die ist Mint und ich suche auch Bewohner dementsprechend. Ja, anfangen zwei oder drei Bewohner, die sicher fix bei mir auf der Insel werden bleiben, weil sie die schönsten Häuserfassaden haben. Also mir ist eigentlich der Char so ziemlich egal. Also wir gehen jetzt mal schauen, wenn wir so am Stissel haben. Als erstes haben wir hier Sandrin. Am Anfang, als ich angefangen habe, gefunden, ich wollte so einen asiatischen Bereich machen. Habe ich dann ziemlich schnell wieder verworfen, weil ich finde einfach die asiatischen Sachen jetzt nicht wahnsinnig schön gemacht. Und passt halt einfach nicht zu Mint und Pastell und so weiter und so fort. Und die gute alte Sandrin, hallo, ist gerade am Basteln, darum können wir nicht wahnsinnig mit ihr reden. Es ist eigentlich ein recht fröhliches... Ich habe die Bastelanleitung schon geholt. Es ist ein sehr fröhliches, eher scheuches Gemüt. Ist, glaube ich, in der Community recht beliebt. Ja, aber sie schleimt auch relativ viel und man sieht, asiatisch ist ihr völliges Ding. Dann gehen wir mal weiter. Ja, es werden sicher nicht alle daheim sein. Ja, die hier ist jetzt nicht daheim, das ist die gute Jeanette. Das ist ein Frosch, der ausserdem professionell ist. Ich kann euch sie hoffentlich noch zeigen, sie sieht recht speziell aus. Genau, hier haben wir nichts mehr an Wohnhäusern. Dann geht es weiter in recht Beach-Bereich. Und im Beach-Bereich habe ich geschaut, dass einfach alle Häuser, ja, hier bin ich gerade am Zügeln, dass alle Häuser so in diesem Muschellook sind. Und das Haus hier, das wird 100%ig Millionen, 1000% bleiben. Und das hier auch, das ist das für guten Tag war. Und ich glaube, wir haben momentan, das haben wir für die Zeit, 17.30 Uhr. Eigentlich im Moment so die schönste Zeit vom ganzen Tag, weil es ist so Sonnenuntergangsstimmung und die Bewohner sind dann auch mega, mega unterwegs. Also ich gehe jetzt mal ein paar suchen. Da sieht man meinen Strandabschnitt. Ich glaube, die gehen sehr selten rauf. Sie könnten auf dem Festplatz oben sein. Ich gehe mal schauen. Da haben wir auch einen Kandidaten, der dann irgendwann wieder mal zischen kann. Ich habe gemeint, weil der gute Herr Pink ist, der Paolo, dass er dann auch so ein Haus hat, hat er nicht. Aber es ist eigentlich relativ nett und so, aber ich mag jetzt auch mit dem reden. Also, aber ich habe jetzt gerade im linken Augenwinkel gesehen, dass die professionell unterwegs sind. Jetzt müsst ihr schauen, was die für ein Face hat. Tada! Das wäre Jeanette! Mit ihrem Meerjungfrauenkostüm. Und sie ist eigentlich relativ lustig und sympathisch, aber sie hat einfach nicht eine schöne Hütte. Ich bin relativ oberflächlich in diesem Spiel, was das anbelangt. Und das hier ist die gute Dagmar, das ist ein Bär. Und die wird ziemlich, also eigentlich fast zu 1000% auf meiner Insel bleiben, weil einfach ihr Haus perfekt an den Strand passt. Und sie ist auch wirklich aufgestellte und eine nette, weil es gibt wirklich auch noch andere Chars, die wirklich eher schwierig sind. So, ja. Gut. Dann haben wir, das Fändchen haben wir schon gehabt, irgendwo ist noch die lustige Frida. Das ist ein Pinguin. Und die kann länger überleben bei mir auf der Insel, weil sie eine rosa-rote Hütte hat, die aber ähnlich aussieht wie Dagmar ihre Hütte. Und übrigens, gestern habe ich hier das Leuchtturm-Setup gebastelt und ich finde es relativ gut. Also, weiter im Text. Ja, es tut mir leid, ich muss hier ein bisschen suchen. Oh nein, Ballon. Kein Schwanz ist hier. Also, da hier ist auch nichts. Hallo. Ja, komm, Jeanette. Gang auf ein Seil gehen, hopp. Also, da wäre mein Fitness-Teil. Ah, hier haben wir den Hamid. Das ist ein sportlicher Hamster. Das ist einer von den, glaube ich, das ist echt der zweite Bewohner, den ich je hatte. Und der wollte eigentlich noch nie zischen, aber der kann dann auch irgendeinmal mal gehen, obwohl er eigentlich wirklich recht sympathisch ist, aber sehr, sehr sportlich. Und hier haben wir das Haus von Frida. Die zügelt morgen eben gleich ab an den Strand, weil auch ihr Haus so eine muschelartige Form hat. Und ich finde, es passt halt einfach mega, mega gut. Und da ist sie. Sie sieht so ein bisschen...
Okay. Ich glaube, wir starten sie nicht. Tschüss. Ja, jetzt fragt sie sich noch, warum sie im Schreiben bin. Aber beim Kacken muss ich definitiv niemandem zuschauen. Eine der speziellsten Momente in Animal Crossing, die ich bis jetzt je hatte. Dann haben wir irgendwo noch so einen Ecstasy-Hase. Ah ja, da haben wir noch den Oink. Der ist auch relativ sportlich unterwegs. Der hat mich verarscht. Es gibt so eine App, wo man schauen kann, was die Bewohner für Häuser haben. Und dort hat er wirklich ein hure easy rosarotes Haus. Dann habe ich den gefunden, yeah! Yeah, 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 du bist da. Und dann habe ich das Haus angeschaut und gefunden, nein, du verpissest dich irgendwann wieder. Und jetzt habe ich aus lauter Reden, hä, was habe ich jetzt gemacht? Da habe ich irgendetwas verkauft. Okay. Also, den Karpf habe ich verkauft. Voilà. Dann haben wir hier den nächsten Bewohner, der hoffentlich nicht auf dem Topf hockt, sondern gar keinen Topf hat. Ah, die kackt auch ihren Teich rein. Das ist die Flora und sie darf bleiben. Ganz herzige, lustige. Und sie ist auch eine auch von den letzten Bewohnern, die ich rausschiessen will. Nein, sie darf bleiben. Sie ist eigentlich auch eine von meinen Dreamies, sagt man denen. Aber ich würde mir mal über die Hygienezustand Gedanken machen, würde ich mal sagen. Und dann haben wir eben, glaube ich, wirklich nur noch jemanden. Nur noch jemanden, den ich vorstellen kann. Nein, der eine, den haben wir noch nicht gesehen. Also, jetzt kann ich mal heute schauen, ob das Ecstasy-Häschen damit rum ist. Und das ist jetzt zum Beispiel das perfekte Haus. Mintgrün, ein bisschen rosarot, genau solche Häuser, die haben das Buffer und darum müsst ihr gar nicht anschauen, da bin ich gerade am Umbauen. Aber das Problem ist einfach, mir gefällt einfach der ganze Bereich noch nicht ganz. Und es sieht auch ein bisschen aus, wie, ja. Ah, die Hocktürme sind einfach nur da und das ist das lustige Häschen. Und die ist auch wirklich, wirklich sehr nice. Und hat hier eine schöne innere Einrichtung. Dort muss ich ein bisschen aufpassen, was ich denen schenke, weil sonst passt es nicht mehr zur Einrichtung. Ja, man wird ein bisschen zum Creep, wenn man das Spiel spielt. Und ja, eben, hier bin ich gerade am Umbauen. Man sieht es an den verschiedenen Designs, die ich hier am Ausprobieren bin. Aber einfach das Problem, dass mir hier der Bereich einfach irgendwie gar nicht gefällt. Und da wäre noch das Haus von diesem komischen, pinkigen Elefant. Und ja, da oben ist auch niemand bei meinem Kaffee. Weil einen hat er noch nicht gesehen und ich frage mich jetzt, wo der Keib ist. Das ist so ein Geissbock, der mega, mega beliebt ist anscheinend. Also es ist mir völlig egal, wie beliebt oder nicht beliebt ein Bewohner ist. Ich will einfach, dass er ein schönes Haus hat. Ja, man wird ein bisschen zum... Ja, man wird ein bisschen speziell, wenn man das Spiel spielt. Die Professionelle hat jetzt gerade ihren Cash ausgegeben, was sie sich verdient hat durch den Tag. Aber der Anger, den finden wir auch nicht. Er heisst, glaube ich, Morpheus. Sehen wir dem so. Das ist so ein hellblauer Bock, der wirklich mega beliebt ist, weil man kann die Bewohner mit so Amiibo-Karten auf die Insel kommen kann. Die muss man extra kaufen, die sind momentan völlig ausverkauft. Aber es gibt so irgendwie 8 Charaktere, die es gar nicht auf Amiibo-Karten gibt und sie sind mega begehrt, weil man die natürlich nicht einfach draufladen kann oder irgendwo kaufen und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt gar nicht hart ins Detail. Und der ist einer von denen und ich habe den per Zufall irgendwie nach einem zweiten Try auf einer Bewohnerbesuch im Fall gefunden und eingeladen und gesehen, hey, die Hütte, die passt mir nur, du bleibst. Aber der Kollege, das könnte natürlich sein, dass er irgendwo, ich gehe jetzt heute in den Shop schauen, er ist relativ viel noch in der Schneiderei innen, irgendwie am nice Fashion anschauen. Aber bei meinem Glück habe ich kein Glück. Ich gehe zuerst durch die Lade rein. Mal regarden, was sie beim Schlepp und beim Sepp, was es dort so gibt. Nein, sie ist ein anderes. Also dort ist es schon mal nicht. Tschüss, merci vielmals. Jetzt gehe ich noch in die Schneiderei schauen. Und wenn er dort nicht ist, dann muss ich mich leider, leider enttäuschen. Dann sehen wir ihn vielleicht in einem anderen Video mal. Achtung, Trommelwirbel. Trommelwirbel, Ladebildschirm. Ich genau gewusst. Der Fashionista ist wieder im Shoppen. Das ist der Morpheus. Das ist eben der mit dem mega, mega schönen Haus. Auch eher so ein zurückhaltender Dude. Aber ja, das ist easy. Genau. Und das wäre es eigentlich zu meinen aktuellen Bewohnern gewesen. Also eben, wie ihr gesehen habt, sicher 1, 2, 3 werden fix bleiben.
Und der Rest... Ja, auch 4. Okay, 4 werden fix bleiben und der Rest muss irgendwann mal das weiterziehen, abfahren und dann kommt etwas Neues und dann werden wir auf Bewohnersuche gehen. Wir werden sicher mal noch schauen, dass wir auf eine Insel gehen können von irgendwelchen Followers oder solchen, die Bock haben, die Insel zu zeigen. Aber es war jetzt mal so der zweite Versuch gewesen, meine Insel ein bisschen näher zu bringen, auch für uns noch ein bisschen dazu zu lernen. Und ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Inputs und so weiter und so fort. Für das bin ich immer offen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Wenn ihr Bewohner kennt mit Mint, Rosa oder weissen Häusern, einfach in die Kommentare rein. Und eben Verbesserungsvorschläge via Instagram, via YouTube-Kommentar und so weiter und so fort. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ein Daumen hoch wäre natürlich auch sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, bis gleich. Tschüss zusammen!